Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Konferenzteilnehmer. Gestatten Sie mir im Namen von ERCA, der Vereinigung der Dorfbewegungen in Europa, sagen, dass wir uns freuen über die freundliche und kompetente Unterstützung und Zusammenarbeit seitens der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und deswegen möchte ich Sie ganz herzlich hier auf unserer Konferenz in Berlin begrüßen. ERCA hat starke Mitglieder in seinen Reihen, zum Beispiel in Finnland, Schweden, Estland und den Niederlanden, und unterstützt alle anderen Mitglieder, wie zum Beispiel die, die wir im Land Brandenburg haben. Ein wichtiges Ziel unserer Konferenz hier besteht darin, einen Impuls zu geben für eine deutsche Vereinigung in der Bundesrepublik. Die Organisation der Konferenz ist so angelegt, dass wir hoffen, dass Sie neue Ideen hier hören, dass Sie zuhören können, reden können, neue Partner kennenlernen können, neue Kontakte knüpfen können, dass Sie wichtige und wertvolle Anregungen für die weitere Arbeit in Europa und hier in Deutschland gewinnen. Ich bitte nun Stefan Bond, den Hauptmanager der schwedischen Dorfaktionsbewegung und Vorstandsmitglied von ERCA, zu seinem Beitrag, die Tragkraft der dörflichen Gemeinschaften. Bitte schön. Guten Tag, alle Dorfaktivisten und Supporters. Hallo, zu und andere für die Invitation zu dieser internationalen Dorfkonferenz in Berlin. Und ich möchte gerne über die Macht der ländlichen Gemeinschaften sprechen und nehme Schweden als Beispiel. Die schwedische ländliche Bewegung hat ungefähr 5000 Gruppen als Mitglieder. Die sind in ganz Schweden verteilt, vom südlichen Teil bis zum nördlichen Teil. Es gibt verschiedene Gemeinschaften in verschiedenen Bereichen. Und wir sagen, dass diese Gemeinschaften die Wirtschaft stärken können und die Lebensbedingungen in ganz Schweden verbessert haben. Das Ganze begann Anfang der 80er Jahre in Schweden. Es war damals, die Lage damals war sehr schlecht. Die sehr rar bevölkerten Gebiete im Land, dort gab es keine Arbeitsplätze, viele Unternehmen mussten schließen und die jungen Leute haben die Dörfer verlassen. Außerdem haben die Menschen empfunden, dass sie nicht so viel Einfluss haben gegenüber den großen Gemeinden, die sich zusammengeschlossen haben in größere Einheiten. Aber es gab auch lokale Initiativen, die von den Menschen aus den Dörfern in Angriff genommen wurden, um dieser Situation Einhalt zu gebieten. Dies konnte als gutes Beispiel genutzt werden und die Ergebnisse konnten dann als Vorbild genutzt werden. Ende der 80er Jahre hat der Europäische Rat eine Kampagne gestartet für das ländliche Europa. Also wie gesagt, hat Schweden an dieser Kampagne teilgenommen. Und Schweden war sehr gut vorbereitet als Mitglied oder als Teil dieser europäischen Kampagne. Es war eine gemeinsame Bemühung zwischen der schwedischen Regierung und zahlreichen Nichtregierungsorganisationen. Das beste Ergebnis war, dass die Dorfbewohner
mit einbezogen wurden. Noch ein paar Worte zu dem Vorgehen vor Ort. Also diese Dorfbewegungen waren erstmal ein Ausgangspunkt. Es gab zum Beispiel Schulen, die geschlossen wurden oder eine Post oder verschiedene kleine Läden. So haben die Dorfbewohner beschlossen, dass sie was dagegen tun möchten. Wir haben dann, man kann sagen, dass es immer ganz engagierte Menschen gab, die dann die Initiative ergriffen haben, um etwas dagegen zu tun. Von Anfang an war es so, dass es viele einzelne Maßnahmen gab der Dorfbewohner und dann gab es einen umfassenderen Ansatz. Es wurden verschiedene Aufgaben mit einbezogen und auch verschiedene Ziele dann umgesetzt. Der Prozess hat sich so gezeigt, es gab diese Dorfbewegung mit einer Initiative, dass etwas geändert werden muss. Und dann kamen die anderen Organisationen hinzu und auch andere benachbarte Gemeinden zum Beispiel auf unterschiedlichen Ebenen wurde zusammengearbeitet. Also man kann sagen, dass wenn ein Dorf zerklüftet ist, dann kann es nicht überleben. Aber wenn man zusammenarbeitet und sich verbündet, dann kann man mehr erreichen. Diese Dorfbewegungen funktionieren am besten für die Gemeinschaft und sie vertreten die Gemeinschaft auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Sie sind für alle offen, sie werden gewählt und funktionieren auf demokratische Art und Weise. Von den Bewohnern selbst wird beschlossen, was diese Dorfbewegung machen kann. Und niemand sonst beschließt, was dort gemacht wird. Deshalb sagen wir, dass sie eigentlich einzigartig sind aufgrund dieses umfassenden Ansatzes und dass sie ganz auf die Entwicklung ausgerichtet sind. Was machen sie nun, diese Dorfbewegungen? Man kann sagen, es sind sehr viele verschiedene Dinge, die hier umgesetzt werden. Und das sieht man ganz deutlich auf der Folie. Es werden Dorfpläne erstellt, verschiedene Dorfaktivitäten. Dann werden kleine Unternehmen unterstützt. Und in Schweden ist es im Moment so, dass das Breitbandnetzwerk gerade ausgebaut wird unter den Dorfbewohnern. Auch neue Tankstellen werden eröffnet und andere müssen, weil andere schließen müssen. Also ich kann sagen, dass diese lokalen Gruppen sich stärker organisieren. Und dass sie ganz nah am Bürger sind, am Dorfbewohner. Sie geben die Kraft auf lokaler Ebene zurück und die Möglichkeiten, die man auf lokaler Ebene hat. Die direkte Demokratie wird so greifbar und geht über Parteien hinaus. Meistens ist es so, dass sie auch mit den Gemeinden zusammenarbeiten und anderen Bereichen. Aber, und natürlich gibt es auch immer wieder Spannung, aber doch auch Zusammenarbeit. Hier diese Besonderheiten der Dorfbewegungen. Es wird auf allen Ebenen genetzwerkt, innerhalb von Dorfgemeinden, auf der Gemeindeebene, auf regionaler Ebene, auf nationaler Ebene. Im Norden haben wir einen eigenen Verband der nordischen Länder. Finnland, Dänemark, Norwegen, Island und so weiter sind dort Mitglied. Und natürlich arbeiten wir auch auf europäischer Ebene zusammen mit Verbänden wie ERCA, ERA, PREPARE und ECOWAST, nur um ein paar Netzwerke zu nennen. Also es ist sehr wichtig zu sagen, dass diese Dorfbewegungen nicht introvertierte Bewegungen sind, sondern ganz im Gegenteil sehr offen sind für die anderen Bereiche um sie herum.
Gestern waren wir in Vulko und haben ein sehr gutes Beispiel miterleben können für eine Kooperation. Es gibt verschiedene Kooperationen dort mit der Universität und mit ganz unterschiedlichen Bereichen. Und das ist auch ein sehr gutes Beispiel für diesen offenen Ansatz. Und nun ein paar Informationen zu diesem Verband. Schweden soll leben. Es geht wirklich um kleine Orte, nicht um große Städte. Es sind kleine Orte in Randgebieten und die Aufgabe unserer Organisation besteht darin, die Entwicklung im ländlichen Raum zu entwickeln, zu fördern. Und es ist auch wichtig zu sagen, dass die Behörden, dass die Gemeinden vor Ort dies unterstützen. Also was machen wir genau in unserer Organisation? Wir initiieren verschiedene Projekte. Wir beeinflussen die Politik auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und nur ein paar Worte zur Organisation. Es gibt jedes zweite Jahr ein großes Treffen. Es dauert ein paar Jahre. Wir haben das ländliche Parlament, das mehrere Tage tagt, alle zwei Jahre. Es sind verschiedene Menschen involviert, fünf bis sechs, die an bestimmten Projekten mitarbeiten. Wir haben 44 Mitgliedorganisationen, wie der Bauernverband zum Beispiel. Ungefähr von den 300 Gemeinden haben wir verschiedene Netzwerke mit anderen Regionen. Also im Prinzip sind wir auf allen Ebenen der Gesellschaft organisiert. Noch ein paar Worte zum ländlichen Parlament. Wie gesagt, das Parlament tagt alle zwei Jahre. Das ist ein sehr wichtiger Zeitpunkt für alle Dorfaktivisten und Politiker. Normalerweise haben wir rund 1000 Teilnehmer. Und wir haben auch immer wieder viele ausländische Gäste, also 70 bis 80 Gäste. Die meisten kommen aus Zentral-, Mittel- oder Osteuropa. Also das ist eine Möglichkeit, das Vertrauen der Dorfbewohner zu stärken. Sie können sich austauschen, sie können sehen, dass sie nicht alleine sind und dass ihr Engagement sich auszahlt. Das ist sehr ermutigend. Das ist aber auch eine Möglichkeit, diese Stärke zu zeigen, was die Dorfbewegung alles ermöglichen kann. Was auch wichtig ist, ist, dass man die Politik beeinflussen kann. Es gibt viele Menschen, die teilnehmen und auch Politiker aus unterschiedlichen Ebenen, die sich hier ausdrücken. Das nächste ländliche Parlament wird im September 2012 tagen in Ronneby. Es ist gar nicht so weit von Berlin entfernt und Sie sind alle herzlich eingeladen. Nun zum Finanziellen. Wir haben ein Budget von über 2,8 Millionen Euro pro Jahr. Das wird von der Regierung zur Verfügung gestellt, 1,6 Millionen von der Regierung zur Verfügung gestellt. Es ist aber natürlich nicht leicht, dieses Geld zu bekommen. Wir müssen immer wieder verhandeln und erklären, warum wir die Gelder benötigen. Dann bekommen wir auch eine Finanzierung von nationalen Agenturen und auch von anderen über EU finanzierte Projekte. Wie gesagt, das sind immer schwierige Zeiten. Es gibt viele Hindernisse. Es ist nicht immer eitel Sonnenschein bei unserer Arbeit. Und wie gesagt, in Schweden war es nicht immer leicht. Vor allem, wenn man verschiedene Dienstleistungen weiter anbieten möchte. Das ist ein sehr großes Problem in Schweden. Es gibt auch starke Kräfte, die dagegen wirken, gegen diese ländliche Bewegung, der Markt an sich, die Politik und auch die unterschiedlichen Präferenzen, die gezeigt werden.
Es gibt sehr bürokratische, viele bürokratische Regulierungen. Kleine Initiativen werden oft blockiert. Man kommt nicht so leicht weiter. Oder oft werden ganz teure Lösungen gezeigt, so dass es unmöglich ist, die Projekte umzusetzen. Das bedeutet auch, dass die Menschen das Vertrauen in dieses System verlieren. Und das bezieht sich auch auf die europäische Politik. Man könnte in gewisser Hinsicht sagen, dass es eine Art Zweiteilung gibt in Schweden, die wir schon seit sehr vielen Jahren nicht hatten. Dennoch sind wir optimistisch. Wir denken, dass es eine wichtige Rolle, dass wir weiterhin eine wichtige Rolle spielen müssen auf lokaler Ebene. Die Nachfrage nach alternativen natürlichen Ressourcen sind gegeben und auch auf kleiner Ebene können wir etwas bewirken. Wir können Veränderungen im ländlichen Raum erwirken, da es gibt auch die Vorteile überwiegen, die Nähe zur Natur und auch diese lokale Identität, die sich zeigt. Es gibt sehr viele kreative und kompetente Menschen, die handeln. Aber, und das sind natürlich viele kleine Schritte, die natürlich auch gegangen werden müssen. Zum Schluss möchte ich sagen, dass man handeln muss, nicht warten und die Initiative ergreifen muss und umsetzen. Netzwerken ist besonders wichtig. Eine Dorfbewegung gründen ist ebenso wichtig. Man muss versuchen, die Finanzierung zu finden auf verschiedenen Ebenen, Druck ausüben gegenüber Ausbeutern und auch den Einfluss erhöhen auf allen Ebenen der Gesellschaft, um die Politik zu verbessern, so dass ganz Brandenburg und Deutschland leben kann. Vielen Dank.